Moinsen! Ich komme mal mit einem Quickie heute um die Ecke, denn die letzten Tage ist bei Low Fuel Motorsports ein bisschen was passiert. Denn sie haben bei sich im Sortiment jetzt AC mit aufgenommen. Und ich habe das die letzten Tage mal ausprobiert und ich fand das ziemlich geil und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir gehen mal schnell durch, was ihr alles so einstellen müsst. Wenn ihr jetzt auf Low Fuel Motorsports geht und ihr geht jetzt hier beispielsweise auf Season 12 und ihr seid... Vielleicht, weil ihr standardmäßig AC oder R-Faktor fahrt, ACC, könnt ihr hier jetzt hinten auf Assetto Corsa drücken. Und dort könnt ihr euch jetzt aussuchen, ob ihr Mazda auf Limebrock fahrt oder Prototype, also LMP auf Le Mans aktuell. Dazu findet ihr hier alle Links von den Sachen, die ihr braucht. Die könnt ihr euch alle runterladen. Also ihr kommt da auch zu den direkten Links hin. Also ihr habt das jetzt hier sofort auf Download. Und dann könnt ihr euch das alles runterladen. Und dann befindet sich das alles auf eurem Computer. Das ist bei euch wahrscheinlich in eurem Standard-Download-Ordner. Hier sind bei mir alle Sachen. Und dann solltet ihr den Content-Manager auspacken. Und da dürft ihr euch nicht wundern, das ist einfach nur eine Exe. Wenn ihr diese Exe startet, dann wird er euch jetzt dann gleich darauf hinweisen, wo AC liegt. Bei mir macht er das jetzt nicht mehr. Aber er guckt dann, dass ihr das bei Steam oder in eurem Steam-Ordner habt. Und dann geht er bums los und dann kannst du das hier starten. Und dann hast du hier dieses Fenster. Wenn du dieses Fenster geöffnet hast, kannst du dir jetzt hier beispielsweise die Sachen rausnehmen und wir nehmen jetzt einfach mal Le Mans Race Department. Übrigens, wenn ihr bei Race Department was runterladen wollt, braucht ihr ein Konto, sonst seht ihr den Download-Link nicht. Ist alles for free. Wenn ihr jetzt hier diese ganzen Sachen habt, also ich nehme die jetzt einfach mal alle, markiere die und schmeißt die einfach auf den Content Manager. Und dann passiert hier oben bei dem Fenster Folgendes. Er findet hier die ganzen Sachen. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr die installieren wollt. Wenn wir das jetzt hier mal in groß machen, ich habe die jetzt schon alle installiert, dann müssen wir das jetzt hier an der Stelle nicht machen. Aber ihr könnt hier dann auf Install drücken und dann geht ihr alle Files durch und installiert die. Ich mache das jetzt mal weg, weil ich habe die ja schon drauf. Und dann sind die Sachen installiert. Und dann musst du noch ein, zwei Kleinigkeiten hier drin machen. Und das machen wir jetzt, damit das für dich ein bisschen einfacher wird. Also, wir machen das Ganze jetzt erstmal in den Settings. Für Triple Screen, weil ich habe einen Triple Screen. Beim Single Screen müsst ihr nicht ganz so viel machen, aber ich werde im Single Screen auch noch etwas erklären. Wir machen jetzt nur den Triple Screen erstmal fix, weil das am einfachsten ist. Ihr könnt jetzt, wenn ihr hier reingeht, könnt ihr alle eure Einstellungen tätigen. Was ich euch definitiv empfehlen möchte, als erstes, wenn ihr hier in Video und UI seid, könnt ihr zwischen Triple Screen und Single Screen auswählen und dann würde ich euch empfehlen, wenn ihr hier drüben bei Mirrors seid, die Qualität etwas hochzustellen, weil die sehen standardmäßig echt katastrophal aus und ich habe es vergessen, bis ich das gefunden habe. Naja, musste ich so 3-4 Rennen fahren und ich habe mich immer gewundert, warum die Spiegel in-game so absolut katastrophal ausgesehen haben. Jetzt sehen sie sehr schön aus. Den Rest könnt ihr hier so weit anpassen, wie ihr das möchtet. Dann könnt ihr auch mal einen Benchmark durchlaufen lassen. Wir starten das jetzt fix mal. Und dann geht hier gleich das große Gebrumme los. Wir machen mal den Ton noch mit an, dass ihr das auch hören könnt. Das lädt jetzt ein bisschen, dauert einen Moment. Und dann sind wir hier drin, habt ihr kurz so einen schwarzen Bildschirm. Und dann geht es wieder an. Und dann läuft der Lachs hier durch. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt lange laufen lassen. Reicht jetzt. Dann kannst du Escape drücken, damit du wieder rauskommst. Und dann sagt er dir hier, wie viel FPS du hast. Ich würde es an eurer Stelle ein bisschen länger laufen lassen. Also, ne, einfach nur um zu gucken. Ansonsten passt ihr hier noch ein paar Sachen an. Für alle Triple Screen User. Ich würde euch empfehlen, eine Custom Resolution einzutragen, wenn sie hier nicht drin ist. Und meine war jetzt hier partout nicht drin. Also hier ist generell irgendwie nicht wirklich viel Triple Screen drin. Deswegen geht ihr einfach auf Custom und gebt dort eure Resolution ein. Bei mir ist es jetzt 11.520 x 2160 und 119 Hertz, weil Triple 4K. An der Stelle bei der Framerate vielleicht auch noch ein ganz kleiner Hinweis, die würde ich immer so 4 FPS unter der Panel-Hertz-Zahl nehmen. Meine Panels laufen auf 120 Hertz, also nehme ich 116. Warum? Damit ihr nicht so viele FPS-Drops habt. Ne? Wenn ihr jetzt beispielsweise, sagen wir mal, euer PC geht hoch bis 200 und er schafft das. Aber ihr habt nur 144er Panel. Und du fährst in eine Kurve und der rammelt dann irgendwann von 200 runter auf 50. Dann sind diese Frame Drops manchmal ein bisschen unangenehm, weil ihr kein kontinuierliches, geschmeidiges Bild habt. Hier ist es jetzt der Fall, dass wir diese Drops dann nicht mehr haben. Erstens spart ihr Ressourcen, weil die Grafikkarte und der Computer muss nicht den ganzen anderen Bums noch rechnen, den ihr sowieso nicht braucht. Und du hast halt keine Frame Drops. Wenn du das hier alles eingestellt hast und ready bist, dann kannst du nochmal in View und UI gehen. Hier kannst du dein Field of View einstellen.
dazu möchte ich euch noch einen ganz kleinen Hinweis geben, denn wenn wir jetzt hier beispielsweise uns mal den FOF-Calculator aufmachen, das ist übrigens der erste FOF-Calculator, wenn ihr FOF-Calculator bei Google eingebt, weil immer ganz viele Leute danach fragen, den benutze ich in der Regel, und ihr 48 Zoll, also bei mir sind es jetzt 48 Zoll, ich bin 85 cm weg, ich habe Triple Screen und meine Bezels sind ungefähr 8 mm. Dann kommt hier bei mir raus, für Assetto Corsa 38,7 ist der FOF. Wie ihr seht, sind alle anderen irgendwie ein bisschen höher. Also ich habe jetzt hier beispielsweise bei iRacing einen FOV von 194 und in AC ist das genau andersrum. Das könnt ihr sowohl für Single Screen als auch für den Triple Screen eingeben. Ich habe jetzt hier 34 genommen an der Stelle, weil ich das für den Stream ein bisschen angenehmer gestalten wollte, weil irgendwie konnte man so ein bisschen von draußen auf dem mittleren Bildschirm sehen und das war ein bisschen komisch, weil man in dem LMP sitzt man auf der rechten Seite und nicht irgendwie in der Mitte. Deswegen habe ich hier noch ein ganz kleines bisschen mehr angepasst. Ansonsten könnt ihr hier gerne noch eure Audio einstellen, aber das muss ich euch ja nicht erklären. Das ist ja selbsterklärend. Bei den Controls solltet ihr darauf achten, dass ihr alle eure Sachen belegt habt. Und was ich euch da sehr empfehlen würde, weil das bei mir nämlich ab und an mal zu Problemen führte, also das hier hat immer bei mir super funktioniert. Mal gucken, ob es jetzt auch wieder funktioniert. Wenn ich nämlich in Buttons reingehe, warum auch immer, jedes Mal, wenn ich den Content Manager starte, sind alle meine Tasten weg. Ist mir jetzt zweimal passiert, fand ich ein bisschen komisch. Hab mir jetzt extra hier unten ein Preset gemacht. Da kann ich jetzt drauf drücken und dann sind sie jedes Mal wieder da. Ist halt doof, wenn du auf einen Rennserver joinen möchtest und dann feststellst, warum kann ich jetzt nochmal nicht shiften? Also kontrolliert das mal. Ich hoffe, ich finde dafür irgendwann mal eine Lösung. Also bei mir ist nichts schreibgeschützt, habe schon alles durchgeguckt. I don't know. Aber das geht ganz einfach. Ihr macht eure Einstellungen, dann könnt ihr hier Save Preset machen. Dann kannst du das Ding so benennen, wie du möchtest. Und dann kannst du Abfahrt machen, den Flummi. Traction Control würde ich euch empfehlen. Brake Balance, so die üblichen Sachen, ABS und so. Und dann noch den ganzen Hokuspokus, den ihr selber belegen möchtet. Ja? Den Rest hier, da kannst du dich auch durchgucken, was du auf deine Buttonbox legen möchtest. Ich habe, wie gesagt, nur die Standardsachen drin. Aber wie du sehen kannst, kannst du hier wirklich eine Menge belegen. Ach so, die wichtigste Taste ist natürlich der Flasher und das Licht. Weil das Licht in AC ist unglaublich schön. Kann ich euch nur empfehlen. Ich fahre sogar am Tag mit Licht. Zeige ich euch gleich warum. So, wenn wir jetzt hier durch sind, müssen wir noch einmal für LFM in Python Apps rein. Und bei Python Apps müssen wir Real Penalty aktivieren. Ist Pflicht. Ganz wichtig, nicht vergessen, findet ihr an der Seite hier links bei Assetto Corsa unter Python Apps und dann Real Penalty. Eine Sache könnt ihr noch machen und zwar ist das hier unter Custom Shader Patch. Da könnt ihr auch noch mal eine Menge einstellen und ein bisschen Qualität rausholen, wenn ihr hier drin auch rumspielen wollt. Ihr seht ja, hier ist eine Menge drin. Und hier kann man da wirklich eine Menge rausholen. Ich habe noch nicht so weit, bin noch nicht so tief reingedived, aber bei uns im Stream, im Chat sind wirklich ein paar Leute dabei, die kennen sich damit aus und sind absolute Vollprofis. Also falls da auch nochmal einer eine Empfehlung haben möchte, findet ihr sowohl im Discord als auch im Stream. Und jetzt haben wir im Grunde genommen alles eingestellt, was wir brauchen und jetzt können wir loslegen. Hier oben können wir jetzt mal auf Drive drücken. Wir machen einmal ganz kurz die Triple-Screen-Geschichte, dann wechsle ich nochmal auf Single-Screen. Also, starten wir mal den Bums hier. Wir gehen hier an der Seite auf Go. Dann fängt der Content-Manager an, alles zu laden. Bei mir läuft alles in Triple-Screen. Easy peasy lemon squeezy. Und dann zeige ich dir ganz schnell mal, wie du den Triple-Screen einstellen kannst. Jetzt machen wir erstmal kurz wieder Audio aus, weil wir wollen nicht die ganze Zeit das Getucker hören. Dazu drücken wir einmal hier auf Drive. Und jetzt, das könnt ihr nun nicht sehen, das machen wir aber gleich auch noch. Jetzt kann man hier ganz rechts an die Seite gehen und dann kann man da eine App öffnen. Und in diese App können wir den Triple Screen einstellen. Und dann geht irgendwo auf dem Bildschirm geht dieses Fenster hier auf. Und bei diesem Fenster müsstest du als Triple Screen User noch alle deine Informationen eintragen. Also wie der Winkel ist von deinen Monitoren, wie weit du von dem Bildschirm wechselst, dann wie breit die Bildschirmfläche ist und wie weit dein Bezel ist. Und wenn du das alles eingegeben hast, bist du eigentlich fertig mit dem Bums. Und dann hast du dein Triple Screen eingestellt. Kleiner Fun Fact, wenn ihr hier oben auf das AC-Logo drückt, gehen die Fenster zu. Das gilt für alle. Ich mache das jetzt hier mal nicht, weil sonst muss ich das nachher wieder neu aufmachen. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Single Screen, damit ich dir zeigen kann, wie du in diese Menüs kommst. Und dann machen wir jetzt. Eine kleine Info für zwischendurch. Ihr könnt auch hier wieder eure Presets festlegen. Und dann könnt ihr hier theoretisch, falls irgendwann mal was werden sollte, auch euer Preset laden.
und fertig ist das Ganze. Ich habe das hier für die Triple Screen schon mal gemacht. Aber wie ihr seht, wir gehen jetzt mal in Single Screen rein. Wir machen jetzt hier keinen Benchmark. Wir drücken wieder auf Drive und dann gehen wir unten auf Go. Und dann startet hier alles in Single Screen. Und dann zeige ich euch nochmal, wie ihr eure ganzen Menüs und diese ganzen Geschichten, die auf dem Bildschirm sind, anmachen könnt. Was ich euch eben gerade sagte, an der Seite rechts ist so eine Startbar. Hier ist sie. Und hier findet ihr allerhand Sachen, die du bzw. ihr gebrauchen könnt und nutzen könnt. Eine der wichtigen Sachen für Single-Screen-Nutzer sind die Onboard-Settings. Das ist der Hokuspokus hier. Und hier kannst du deinen FOV einstellen, hier kannst du deine Sitzposition einstellen. Also du kannst hier alles ändern und für dich ready machen, dass du im Auto richtig sitzt, weil das ist ein Rechtslenker. Und dem einen oder anderen gefällt das ja nicht und er möchte links sitzen oder für den Stream, weil ich bin für den Stream auch ein Stück nach links gerutscht und habe das Lenkrad dann ausgemacht, damit man das nicht sieht oder diesen Balken in der Mitte direkt vor der Nase hat. Und dann haben wir hier diese ganzen anderen Fenster noch, die bei mir alle gelockt sind. Das macht er jetzt natürlich, weil es ein Single-Screen ist, alles übereinander. Wir schieben das hier alles mal beiseite und diese Fenster hier kannst du alle anfassen und hinschieben, wo du willst. Solange du diese rote Marke hier nicht dran hast, kannst du das alles verschieben bis auf dieses Fenster hier und kannst die anordnen, wo du möchtest. Und das findest du alles hier rechts an der Seite. Deine Onboard-Settings kannst du finden. Du hast hier sogar einen Setup-Exchange drin, der jetzt hier bei mir irgendwo wahrscheinlich auf dem dritten Bildschirm ist und ich den gerade nicht finde. Aber dort kannst du dir von anderen Leuten, das Fenster geht dann halt bei euch regulär auf, da kannst du dir dann die Setups von anderen Leuten beispielsweise, die gespeichert haben und freigegeben haben, runterladen, was ich total geil finde, denn ich habe davon nicht so viel Ahnung und so kannst du dir von anderen Leuten das mal ausleihen und mal ausprobieren. Was auch noch ziemlich wichtig ist, ist dieses Fenster hier, das ist es nämlich, Setup Exchange, und hier kannst du halt sehen, ne? Da sind die Setups drin, die kannst du downloaden und dann kannst du die fahren. Hier sind sogar Kommentare drunter. Also ist ziemlich cool, ist integriert. Kannst du auf und zu machen, kannst du einfach wegmachen und du findest es dann hier an der Seite wieder. Wenn du da drauf drückst, geht es wieder auf oder du machst es zu. Die Penalty-App findest du auch, wenn du hier oben nochmal drauf drückst. Da findest du hier ganz oben die Real Penalty. Und eine Sache würde ich euch auch noch empfehlen und das ist das Helicorsa. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Wo ist denn Race Position? Also hier an der Seite, wenn ihr ein bisschen weiter runter geht, ist hier Radar versteckt und da müsst ihr mal drauf drücken und dann müsst ihr das auf dem Bildschirm, müsst ihr das ein bisschen suchen. Bei mir ist es auch nicht so einfach gewesen, das zu finden. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder irgendwo auf einem anderen Bildschirm rumfliegen, aber das ist so ein kleiner grauer Balken, der ist für euer Auto und dann findest du das und kannst das hier hinschieben. Bei mir ist es jetzt leider wahrscheinlich irgendwo da rechts auf dem anderen Bildschirm oder da links, weil wir normalerweise Triple Screen benutzen. Und das sind so die essentiellen Sachen, die du anmachen kannst oder die ich dir empfehlen würde. Und das kannst du alles für dich anordnen, wie du möchtest und fertig machen. Und dann bist du ready to drive. Pit Limiter ist automatisch bei den Rennen, die du jetzt hier hast. Eine Kleinigkeit würde ich euch gerne noch mitgeben. Und zwar fand ich das am Anfang ein bisschen lästig, dass das Auto immer so gewackelt hat. Und ich habe mir jetzt mal Real Head Motion besorgt für AC. Und das kannst du einmal ausführen und dann kannst du hier bei Pitch Filter kannst du hier 75% einstellen und dann kannst du hier auch nochmal Register DLLs drücken. Das ist ganz wichtig. Einmal durchdrücken. Dann kannst du das auflassen und dann musst du nochmal in den Content Manager und wie du hier oben schon mal siehst, habe ich hier RHM eingegeben. Wenn du jetzt hier hinten auf die Suchleiste gehst und da RHM eingibst für Real Head Motion und dann Enter drückst, kommst du hier hin. Dort kannst du dann deine Location angeben und deine Settings XML kannst du auch mit angeben und dann das Ganze hier anmachen. Was das macht, ist, dass das dein Bild ein bisschen stabilisiert, weil sonst das Auto einfach extrem viel wackelt und super unangenehm ist. Kannst du ausprobieren, das heißt Real Head Motion. Und das kannst du dir einfach im Netz for free runterladen und dann hast du das Ganze hier und kannst das einstellen. Und eine Kleinigkeit machen wir jetzt noch am Ende. Dafür machen wir das hier nochmal ganz kurz zu und dann gehen wir nochmal kurz in die Settings und dann gehen wir nochmal bei dem View and UI rein und hier kannst du Hide Driver Arms machen und Hide Steering Wheel. Weil es gibt zwei verschiedene Kameras und die Kamera, wo das Wheel drin ist, die ist für mich persönlicher etwas angenehmer, weil dort der FOV
für mich persönlich etwas realistischer ist. Und hier kannst du das Ganze an- und ausmachen unter Views und UI. Und wenn du das alles gemacht hast, ne, dann kannst du loslegen. Und dann hoffe ich, du hast dein ACC einrichten können und hast damit sehr viel Spaß und wirst mit mir demnächst bei LFM eine Runde fahren und das weiter ausprobieren. Denn aktuell ist es so, dass wir Le Mans fahren können, Road America, Spa und Daytona, und das wechselt in den nächsten Wochen. An der Stelle vielen, vielen lieben Dank an LFM. Da freue ich mich wirklich sehr, denn AC fährt sich unglaublich schön und macht es für mich angenehmer, auch nochmal wieder ein paar andere Sachen zu fahren. Also, wenn dir das geholfen hat, lass mir doch gerne ein Däumchen da, nach oben oder nach unten. Wenn es dir nicht geholfen hat, natürlich nach unten. Und schreibst mir noch einen Kommentar, falls ich irgendwas vergessen habe oder du eine Frage hast. Ich denke mal, wir sind im Kommentarbereich immer sehr hilfsbereit. Und an der Stelle möchte ich mich auch bei allen Kanalmitgliedern bedanken. Da sind auch die letzten Tage ein paar dazugekommen und auch ein paar alte Hasen dabei. Vielen, vielen lieben Dank. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis den Dancen.